Ja, hallo ihr, heute mal eine neue Meditation von mir. Wenn du diese Meditation magst, dann schau gerne mal rein auf Liebeschip Plus, meine Liebeschip Plus Mitgliedschaft. Da gibt es jede Woche oder fast jede Woche so eine Meditation. Und genau, erstmal viel Spaß damit. So, hallo ihr Lieben. Zu einer nächsten Meditation. Ja, es sind unruhige Zeiten, deshalb beschäftigen wir uns heute mal wieder mit dem Thema Erdung. Mach's dir erstmal so ein bisschen gemütlich. Kannst dich Meditationssitz setzen, der für dich passend ist. Oder wenn du dich hinlegst, dann stell die Füße auf jeden Fall auf. Und ja, nimm dir ein bisschen Ruhe. Und fühl mal, wie das für dich gerade so ist, die letzten Wochen. War es für dich auch eine herausfordernde Zeit vielleicht? Ist ja immer schwer zu sagen, was sind persönliche Energien, die wir so wahrnehmen, und was sind vielleicht auch kollektive Energien, die gerade da sind. Ist ja auch gerade so mit Sommersonnenwende und all das sind ja auch so sehr aufgeladene Zeiten. Und komm mit jedem Atemzug weiter zur Ruhe. Und nimm einfach mal auf, dass ja gerade so in herausfordernden Zeiten dass es wichtig ist, sich so zu erden. Ne? Vielleicht will man ja manchmal eher weg von der Erde, aber tatsächlich ist es häufig beruhigender. Und wir sind ja nun mal hier, es fühlt sich sicherer an, sich wirklich so mit der Erde so richtig intensiv zu verbinden und diese Verbindung auch zu spüren. Und ja, stell dir mal vor, dass du so richtig durch deine Fußsohlen einatmest in die Erde. Fühl nochmal, ob das gerade so ganz gut geht, sonst korrigier das ruhig nochmal, dass du dich vielleicht doch
ein Schneidersitz oder Diamantsitz oder Lotussitz, wenn du den kannst. Ersatzweise fühlst du nicht durch die Fußsohlen, sondern wie du so durchs Becken, also durchs Ende der Wirbelsäule in den Boden atmest. Mit jedem Einatmen fühl, wie so goldenes Licht immer weiter. Stell dir vor, dass du goldenes Licht beim Einatmen in dich aufnimmst. Und beim Ausatmen kannst du dir vorstellen, dass dieses goldene Licht deinen Körper reinigt, auflädt. Oder du kannst dir auch vorstellen, dass negative Dinge, Abfallprodukte aus deinem Körper ausgeatmet werden. Du kannst dir auch vorstellen, es ist eine sehr intensive Übung, dass während du das tust, du so ein Sieb durch deinen Körper ziehst. Von deinem Kopf bis zu den Füßen langsam und dieses Sieb ganz energetisch, feinmaschig ist und alles, alle negativen kollektiven Energien oder überhaupt negative Energien raussiebt, rausschwemmt aus dir. Nun stell dir vor, wie du wie so einen Anker wirfst in die Erde. Oder falls es für dich ein besseres Bild ist, wie du so Wurzeln bildest in die Erde. Wichtig ist, dass du dir vorstellst, dass du ganz fest verbunden bist mit der Erde, ganz festen Stand hast, dass Mutter Erde dich nährt. Also wir sind ja quasi von der Erde gemacht, unterstützt und beschützt auch und ein Interesse daran hat, dass es dir gut geht. Ja, dann mach diese Übung mal diese Woche wieder öfter und kannst jetzt gerne noch weiter liegen bleiben und das machen oder ansonsten nimm dir deine Zeit und kehr langsam wieder zurück in den Wachzustand und genieß deinen weiteren Tag.